Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sarina und ich habe vor kurzem den Blog A Friendly Soul gestartet, zu dem auch dieser Kanal dazu gehört. Und ich freue mich, dass du heute mein Video anschaust. Ich möchte heute über das Thema Minimalismus reden. Und zwar ist es ein Thema, mit dem ich mich erst seit ein paar Wochen beschäftige, aber das Ganze hat viel neue Stimmungen in mein Leben gebracht hat und ja, das mich gerade ziemlich begeistert. Ich habe vor 2 Monaten etwa die Episode des Rich Roll Podcasts mit The Minimalists angeschaut und das war das erste Mal für mich, dass ich wirklich mit dem Thema mich auseinandergesetzt habe. Die Grundidee von Minimalismus ist so ein bisschen, sich einfach nur mit Dingen zu umgeben, die einen wirklich glücklich machen, die entweder einen Sinn, einen Zweck haben oder die einem ein positives Gefühl geben, wenn man sie sieht. Und einfach den ganzen anderen Schrott, den jeder bei sich daheim rumstehen hat, zu entfernen. Und sich wirklich nur mit Dingen zu umgeben, die man wirklich mag. Und dann habe ich kurz darauf ein Buch fertig gelesen gehabt und war auf der Suche nach irgendwas Neues zum Lesen und habe mir von Marie Kondo das Buch Magic Cleaning gekauft und das dann innerhalb von wenigen Tagen komplett durchgelesen. Das, was Marie Kondo in ihrem Buch schreibt, sind einmal sehr viele Techniken, wie man sich die Entscheidung, ob man was wegwirft oder ob man was behält, wie man sich das erleichtern kann. Und aber auch Es geht aber auch ganz sehr viel einfach ums Warum. Und Marie Kondo ist genauso wie The Minimalist der Meinung, dass man alles wegwerfen sollte, wo man das einem keine positiven Gefühle gibt und sich wirklich nur mit Dingen umgeben sollte, die man wirklich gern hat. Und deswegen habe ich mich dann voller Tatendrang direkt auf meinen Kleiderschrank geworfen und habe meine Kleider, meine Accessories, meine Schuhe, alles, was so in dieses Überthema Kleidung gehört, das habe ich dann mal ausgemistet. Und hatte währenddessen dann schon die Idee, ein paar Videos zu drehen und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Es sind ein paar witzige Videos, die ich gemacht habe, während ich ausgemistet habe. Ich denke, es ist ziemlich unterhaltsam und zeigt so ein bisschen, wie viel Spaß es tatsächlich auch gemacht hat, die ganzen Sachen auszumisten. Und wie es letztendlich war. Vorher hatte ich immer das Problem, dass ich alle meine Sachen gar nicht in meinem Kleiderschrank und in meinem Schuhschrank unterbringen konnte. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so. Es passt alles in meinen Schrank rein und zwar locker. Und ich habe sogar noch freie Fächer. Aber es ist total schön anzusehen, dass dieser Schrank jetzt wirklich nur noch aus Dingen besteht, die ich wirklich mag. Und der beste positive Effekt davon ist, dass ich morgens aufstehe und es eigentlich egal ist, was ich aus meinem Kleiderschrank rausnehme. Ich habe nicht mehr dieses lange Sachen umziehen, nochmal einen anderen Cardigan zu irgendeinem Kleid anziehen, weil einfach alles, was in meinem Kleiderschrank jetzt noch drin ist, auch Dinge sind, die ich echt gerne trage. Und das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck des Ganzen. Also, dass in einem Kleiderschrank nicht Dinge drin sind, die man zwar hat, weil man denkt, man braucht sie unbedingt, sondern dass da Dinge drin sind, die man auch wirklich gerne trägt. Diese Methode, sich beim Ausmisten von Kleidung nicht zu fragen, habe ich das im letzten Jahr angezogen oder nicht, sondern ist es was ich gerne besitze und was mich glücklich macht, das hilft total, weil es ganz viel Kleidung gibt, oder zumindest in meinem Fall war das so, es ganz viel Kleidung gibt, die man nur ein-, zweimal im Jahr anzieht. Und dann irgendwie auch nur, weil es halt, wenn man gerade nichts Besseres hat, was zu dem Outfit dazu passt, aber eigentlich so richtig gern hat man das Kleidungsstück nicht. Und ich finde, solche Sachen sollte man einfach loslassen und entweder spenden oder eben wegwerfen, wenn sie in keinem zu guten Zustand mehr sind. Und einfach sich so weit reduzieren, dass die Dinge, die dann übrig bleiben, auch Dinge sind, die man gern hat. So, und jetzt zeige ich euch die Videos von meinem Ausmistabend. Viel Spaß! Ich habe gerade alles aus meinem Schrank ausgeräumt, bis auf meine Dirndl, weil ich die einfach liebe und weiß, dass ich sie nicht wegschmeißen werde. Also alles, was hängt, habe ich jetzt auf einmal ausgeräumt. Dazu zählen natürlich keine T-Shirts und auch keine Pullover, die mache ich dann als nächstes. Und Hosen habe ich gerade schon ausgemistet. Das ist ganz gut geworden. Das sind jetzt noch
8 Hosen übrig und das sind alles Hosen, die ich wirklich richtig gerne habe. Ja, aber jetzt habe ich, wie gesagt, den Schrank ausgeräumt und mal alles auf mein Bett einfach auf Haufen geschmissen und es ist schon krass. Und mit allem, alles was jetzt geblieben ist, ist echt nicht so viel. Also ich habe hier noch ein paar wenige, also ab hier, das sind meine ganzen, genau, das hier sind alle meine Kleider. Sommer und Winter, also es gibt keine Winter- und Sommergarderoben mehr. Dann habe ich hier meine Blusen, das ist auch nicht so viel. Die langärmeligen Blusen habe ich hier oben zusammengelegt. Genau, das sind wenige, aber ich mag jede einzelne davon. Dann habe ich meine Jacken und so aussortiert. Und ich habe jetzt sogar so viel Platz in meinem Schrank, dass ich auch meine Sommerjacken aufhängen konnte. Genau, und meine Röcke sind mir jetzt 4 Stück geblieben. Das waren vorher ungefähr 12, aber ja, da waren ganz arg viele dabei, die mir meine Mutter mal geschenkt hatte und die ich mir so eigentlich selber gar nie gekauft hätte. Und die sind jetzt auch alle weg. Ja, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach ja, jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich jetzt noch schon für Säcke habe. Und zwar ist einmal dieser komplette Sack hier voll mit Sachen, die ich wahrscheinlich spenden werde. Und der hier ist auch komplett voll mit Sachen, die ich spenden werde. Diese Bananenbox, die war vorher voll mit Sommersachen. Und dadurch, dass ich jetzt keinen Sommer- und keinen Winterkleiderschrank mehr habe, genau, ist die jetzt leer. Und hier habe ich einen fast halb vollen Sack mit Dingen, die so kaputt sind oder so, dass ich sie einfach wegwerfen werde. So, next. Warum spreche ich eigentlich immer auf Englisch? Als nächstes werde ich meine Schuhe ausmisten. Ich habe richtig viele Schuhe, die ich irgendwann mal richtig cool fand, aber einfach in den letzten Jahren nicht mehr angezogen habe. Aber die mir irgendwie zu schade waren, um sie wegzuwerfen. Aber sie sind halt in diesem Regal drin und belasten mich total. Deswegen, ich glaube, das werden ziemlich viele, die ich hier wegwerfen werde. Aber ja, ich zeige euch mal, was ich habe. Und zwar ist in dieser Kiste alles mein Sommerschuhzeug, was ich im Winter niemals anziehen würde. Dann hier hinten so gesammelte Werke, die ich irgendwie mal nur da so hingepfeffert habe. Ist natürlich auch überhaupt nicht respektvoll den Schuhen gegenüber. Dann sind hier unten so Sneaker und sowas. Dann ist meine Converse-Schuhkiste. Da sind ein paar Boots, ein Winterstiefel, noch mehr Winterstiefel und noch irgendwelche anderen Sneaker. Und da oben ist noch so eine Kiste mit irgendwelchen Schuhen, die nicht in irgendeine Kategorie reinpassen. Und ja, schauen wir mal, was davon wegkommt. Und ich werde die Schuhe, glaube ich, nebenher zählen, um mal zu gucken, wie viel ich vorher. Das sind alles meine Schuhe. Wahrscheinlich sieht es bei anderen noch viel schlimmer aus, aber mich schockt das gerade echt ein bisschen. Insgesamt ist halt jetzt mein kompletter Boden quasi voll mit Schuhen. Also ich dachte, ich lasse euch jetzt daran teilhaben, wie ich meine Schuhe aussortiere, weil das ist echt schwierig. Da sind zum Beispiel diese wunderschönen italienischen Stiefeletten. Ich liebe sie, aber ich habe sie einfach nie an. Nie. Sie stehen bei mir im Regal. Oder diese Cowboy-Stiefel. Habe ich mir gekauft, als ich 13 war. Und da habe ich sie echt oft angehabt, aber seitdem halt auch echt nicht mehr. Also weg damit. Keilsandalen habe ich jetzt im Sommer auch nicht an. Andere Keilsandalen, die ich noch nie anhatte. Keilsandalen, die ich tatsächlich auch anziehe. Ein paar Pumps für die besonderen Anlässe. Und meine Tanzschuhe. Die schmeiße ich natürlich auch nicht weg. Okay. Mal noch kurz gezählt, wie viele Schuhe ich jetzt noch habe. Und von 49 sind jetzt noch 23 Paare übrig. Und das sind alles Paare, die ich echt gern habe. Also gar nicht so schlecht.